Ja, halli, hallo, liebe Eisenfreunde. Ich bin's, der Tenchi, und wir spielen Factorio. Es ist gar nicht zum Lachen, es ist ein ernstes Spiel. Jetzt strengen wir uns mal ein bisschen an. Wir brauchen, ja, Mauern. Ich muss gerade erstmal wieder reinkommen. Erstmal mal Luki Luki machen. Hier fehlen auch noch Mauern. Okay, wir brauchen Mauern. Ein Zug fährt hier noch nicht. Laufen wir einfach mal den Weg lang. Und hoffen, dass wir noch ein paar Mauern einstecken können. Das wäre sehr geil. So. Ich weiß. Ganz ruhig. Ich weiß, dass wieder ein paar Folgen nicht rauskamen. Ja, ganz langsam. Was wollte ich sagen? Ganz langsam. Zugmenü öffnen. Kampf, Außenposten, Basis, Personal. Hier. Was soll ich sagen? Genau, ganz langsam gewöhnt sich mein Körper dran. Mit Arbeit und so. Also, immer mit der Ruhe. Ich krieg das hin. So, ist das unser Personalzug? Nein. Ich will den Personalzug. Wer bist du denn? Dich kennt doch kein Schwein. Was bist denn du? Entschuldigung. Okay. Vielleicht könnte man da bei dem Personalzug gleich die eine Station noch hinzufügen. Ah, der steht wahrscheinlich jetzt hier unten irgendwo. Hä? Moment, hier. Ach, der hat draußen noch gestanden und gewartet. So. Rein. Dann schauen wir mal, ob wir ganz kurz mal... Oh, wie haben wir die benannt? Nein, haben wir nicht. Inabukatsuga oder so. Inabakutsuga. Nein, stopp! Das ist so ganz neues... Ah, da. Nobugutata. Oh, was? Wieso hat das nicht hinzugefügt? Warte mal. Nobukatsu. Ja, bis Inventar voll. Ja, so. Oder was hat man da gemacht? Wir hatten da bis Fracht. Oder was haben wir denn drin? Schaltkreise. Hä, was machen wir denn für komische Sachen hier? Ja, bis das voll ist. So. Ja, ein Autosave erstmal, ganz wichtig. So, dann fahr mal da hoch. Solltest du nicht hinkriegen. Hä, wo fährt er jetzt hin? Oh, hier fährt er... fährt er jetzt den ganzen Weg? Okay, wartet mal. Dann lieber zum Hauptbahnhof. Weil der wäre jetzt irgendwie so lang gefahren, bis er bei einem Kreisverkehr wenden hätte können. Das hätte er gemacht. Der wäre jetzt hier runtergefahren, die ganze Zeit. Bis dahin ungefähr. Jetzt gleich. Und dann hätte er einfach gewendet. Und ich denke mir so, wir brauchen eh Mauern, also müssen wir jetzt nicht sinnlos zurückfahren. Hier hätte er gewendet, bei dem Kreis. Hätte natürlich ewig gedauert. Schon gut, so wie wir das gemacht haben. So, der steht jetzt eh hier rum. Dann suchen wir mal, ob wir ein paar Mauern haben. Ja, meine Freunde, holt den Dreck weg. So ist gut. Immer schön den Müll hier holen, weil ich habe ja automatische Abfallkacke reingemacht. Stimmt. Dazu könnte ja doch Kupfer gehört dazu. Stein gehört nicht dazu. Doch, Stein gehört auch schon dazu. Gut, aber hier haben wir ein paar Mauern. Die nehmen wir uns natürlich mit. 500 Mauern sollten reichen, oder? Ach komm. So. Und dann gehen wir wieder zurück, wobei wir vielleicht auch noch sowas wie Lasertürme bräuchten, aber da haben wir immer das Problem. Ja, bringt mir mal das Zeug. Haben wir ja immer das Problem mit dem, oder immer noch, ja, mit dem, wie heißt das, Petroleum. Mit dem Petroleum. Da haben wir ja immer noch das Problemo. Wenn ich mir das hier anschaue. Ja. Oh. Das kommt aber echt verdammt langsam hier rein. Aber hier geht es, glaube ich, schneller. Nein, hier ist auch so langsam. Da ganz hinten vielleicht. Ja, hier geht es schneller. Petroleum. Immer wieder ein Riesenproblem. Kann man nicht anders sagen. Das fehlt da einfach irgendwie. Na gut. Wir suchen jetzt trotzdem einfach. Wir gehen zurück schnell. Wir haben ja jetzt unsere Mauern. Die können wir hinmachen. Was braucht man denn noch? Wir bräuchten, glaube ich, einen Robohanger. Wobei ich mir nicht sicher bin. Vielleicht steht ja schon einer da. Also ein Radar haben wir stehen, aber ich glaube, ein Robohanger an sich nicht.
Und wenn wir schon mal dabei sind, müssen wir vielleicht auch mal so Bauhobbys da reinklatschen. Haben wir den Bauch? Oh, wir haben Bauch. Oh, wir haben Bauhobbys. Dann können... Ja, Bauhobbys ist immer gut. Logistik-Hobbys brauchen wir momentan noch nicht so krass. Danke. 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 Aber Lasertürme, was ist denn mit denen? Ja, die... Ach, Batterien. Ja, Batterien fehlt einfach. Es fehlt einfach extremely an Batteries. Und diese Batteries, wo sind die denn? Hier werden die eigentlich mal hergestellt. Hier sollten sie eigentlich mal hergestellt werden. Ja, bräuchten nur Schwefel. Eine Schwefel, ja, sorry, ich guck wieder mal Sinus rein. Ja, eine Schwefel ist halt hier so lahmärsch beim Herstellen, weil das hier halt ein bisschen dauert. Und der Sprengstoff wird einfach auch verwendet. So extrem. Hm. Anscheinend explodieren recht viele Minen, sonst wird das nicht so krass, ja, hier immer ankommen. Ja, Petroleum. Das ist es. Petroleum. Ich könnte natürlich auch sagen, okay, hier, bitte nur Kohle verwenden, dann könnte man hier einiges sparen. Ja, weil der Puffer ist ja hier eigentlich voll. Oh, wartet, hier. Der ist ja eigentlich voll, könnte man eigentlich noch mehr machen. Noch mehr Puffer. Wie man sieht, ich habe immer noch eine schöne Mischung. Immer noch. Das heißt, wir verbrauchen halt sehr viel Öl in die Richtung. Vielleicht könnte man da sagen, man steigt nur um oder so. Na gut, dann lass uns mal nach Nobukatsu fahren. Nobukatsu ist eine geile Stadt. Ja. Das wird eine ganze Stadt. Ja gut, ich weiß jetzt nicht. Vielleicht hätte ich noch sowas bauen sollen. So. Ja, Fließbänder haben wir genug. Strom auch. Müssen wir bloß noch einen Stahlzug nachher hochbringen. Einen Eisenzug da hochbringen. Da ist natürlich die Frage, ob es sich lohnt, einen zweiten. Ne, wir haben ja zwei eigentlich. Ja, vielleicht lohnt sich ja ein dritter. Ja. Klingt komisch, ist aber so. Stottert irgendwie, obwohl ich 60 FPS habe. Komisch, komisch. Übrigens, der Multiplayer wurde noch verbessert und noch mehr ausgebaut. Die von Factorio haben da echt eine gute Sache geleistet und machen da sehr viel, was das angeht. So, dann Mauern bauen, ja, das macht uns Spaß. Irgendwas explodiert. Oh. Oh, das ist da. Okay, diese kleine Stelle da. Nicht schön. So, hier haben wir die Mauern fertig. Hier würde ich eigentlich gerne noch... Geht das? Das geht. Nice. Okay, dann hier noch. Ja, ein bisschen reparieren ist auch nicht schlecht. Gute Idee. Ein paar Laser... Na, die Lasertürme haben wir ja gar keine. Wir haben ja bloß ein paar Dings geholt. Okay, dann können wir vielleicht schauen, dass wir hier vielleicht noch ein paar Tore machen. Und zwar hier. Oh. Ja, da war ein Tor zu viel. Okay, dann nehmen wir wieder eine Mauer. So. So, das läuft jetzt quasi. Und hier wird eigentlich nachher das Eisen eingeladen. Ja, die können eigentlich weg, weil das ist eigentlich noch veraltet. Ich könnte natürlich auch versuchen, das Eisen hier drüben einzuladen, aber ich glaube, hier ist null Platz dafür. Aber das wäre jetzt so eine Sache, die müsste man auch mal machen. So, wir haben noch ein paar Leuchtlampen. Weil es wird gerade wieder dunkel. Und ich weiß ja, ihr seid ein bisschen allergisch, was das angeht, was Licht angeht. Bin ich aber auch. Da braucht man auch mal ein bisschen Licht. Das stimmt schon. So, hier ist echt eine Frage. Wie macht man es am blödsten? Ich würde schon gerne alles mitnehmen. Einfach alles. Ihr kennt es ja. Ja, hier weiß ich halt nicht, wie viel ist denn jetzt hier drunter? Ja, da ist ein bisschen was drunter, aber ich glaube, ich werde es erstmal so machen. Genau, dass ich einfach jetzt hier nach oben gehe oder von mir aus auch... Ne, ich gehe nach oben. Dass ich wenigstens, ja, so ein bisschen was mit abfarme. Ja, hier müssen wir echt a little bit gucken, wie wir das bauen. So, als erstes bräuchte ich noch ein paar von diesen krassen Stahl- oder Eisenkisten. Eisenkisten würde eigentlich reichen. 1, 2, 3, 4. So. Die pappen wir dann hier hin. So. Und die da wird dann jetzt eingeladen. Das wäre sehr geil. Vielleicht könnte ich noch den Robohanker hier irgendwo hin schnabulieren. Dahin. Vielleicht davon. Ja, war ein bisschen viel, aber passt. Okay, und dann haben wir jetzt hier noch ein Fließband. Vielleicht nehmen wir das schnelle. Einfach, weil wir
davon so viel haben. Ja, wir könnten jetzt wieder versuchen, das aufzusplitten, damit jeder gleich viel bekommt. Allerdings muss ich dazu sagen, ich habe ja nicht so viel Platz. Ja, weil hier muss ja auch noch ein bisschen was hin. Wenn ich jetzt hier noch so aufsplitte, das könnte etwas Platzmangel hervorrufen. Und das gleiche gilt hier auch. Deswegen werde ich das hier mal so machen. Okay. Und hier wollte ich eigentlich mit unterirdischem Fließband arbeiten. Das kann ich sogar machen, indem ich das so mache. Ja, ist dann zwar langsamer, aber hey, wem interessiert das? Wem interessiert das, dass das hier so langsam ist? Ist ja eh nur ein... Ja, das passt. So, dann haben wir die schon mal unten. Ja, vielleicht fehlt noch ein bisschen... Ja, Strom kriege ich dann auch nicht mehr so leicht dahin. So. Gut, haben wir das. Und jetzt müssen wir echt mal schauen, wie wir die Dinger hin platzieren. Man will ja so viel wie möglich mitnehmen. Das geht ja gar nicht anders. Versuchen wir es so mal mitzunehmen hier. So. Ne? Ist doch eine gute Idee. Klack. 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 Und klack. Da greifen sie schon wieder an. Wieso? Nur weil es ja stinkt oder was? Alter, die brauchen aber ganz schön lange, ey. Das sind aber auch nicht so viele Lasertürme. Wir bräuchten ein paar mehr. Vielleicht baue ich den mal ab. Versuche den mal hier oben hin zu platzieren. Naja, da hinten in der Ecke. Wir haben da nur zwei Lasertürme. Das ist nicht schön. Oh. Wo setzt der den jetzt hin? Oh. Na. Hm. Na gut. Ja, ja, macht ruhig. Das Problem ist jetzt natürlich, hier kann ich jetzt nichts mehr hinsetzen. Das heißt, das alles, was dort ist, ist jetzt verloren. Ich finde es auch schade. Aber was soll man machen? Wenn es nun mal nicht geht, geht's nun mal nicht. So, dann könnte ich eigentlich mal hier gucken. Ich glaube, es sollte so funktionieren. Ja, da kann ich auch so machen. Okay. Klack. Falsch. Ja, wenn, dann müssen wir natürlich, ja, ich würde gerade sagen, alles bebauen. Hahaha. Ja. Hat ja gut funktioniert mit allem bebauen. So, jetzt, ja, hier wollte ich jetzt eigentlich hier anschließen, aber es wird so nicht funktionieren. Also muss man tatsächlich so machen. Ein bisschen nervig, aber geht nicht anders. So. Okay. Okay. Miau. Das ziehen wir einfach hier, wollte ich gerade sagen, so durch. Ja, kann man auch hier durchziehen. So. Klack. Huch. Und klack. Ja, jetzt kommt hier so viel Dreck und Umweltverschmutzung, dass die Aliens bestimmt gleich wieder auf die Palme gehen. Also richtig. So richtig ordentlich auf die Palme. Oh. So. Die werden gleich richtig rummeckern. Aber naja, was soll man machen? Ja, einen kann ich noch bauen. Hm. Hm, schade. So. A little bit Strom. Damit die Aliens auch wirklich einen Grund haben, rumzumeckern. So, hier mal gucken. So. Na dann, baut mal ab. Oh, da fehlt noch eins. Eins ist da irgendwie noch falsch. So. Sehr schön. Wir bräuchten trotzdem ein paar Lasertürmchen mehr und alles mögliche andere auch noch. Zum Beispiel einladen bräuchten wir noch schnellere Knickarme. Oder vielleicht Stapelgreifarme, die dann schnell rausklicken können. Allerdings habe ich hier eh keinen Platz. Aber ich könnte hier schon mal sagen, umändern. Und zwar Steinfeld. Habe ich es immer Steinfeld genannt? Nicht Stein. Eisen. Entschuldigung. Eisen heißt das doch. Ölfeld, Ölfeld. Kupfer, Stein. Hä, haben wir überhaupt ein Eisenfeld jemals angelegt so richtig? Hm. Eisenfeld. Was ist denn das? Nord. So. Ach, warte. Eisenfeld, Nord. Ein... Ja, das ist falsch. Einladung. So. Und hier drüben ist dann halt dementsprechend Eisenfeld, Nord. Das war's. Da kommt dann die Beladung rein. Ja,
Da können wir jetzt, wenn wir schon mal nach Hause fahren, wieder mal nach Hause fahren, können wir wenigstens... hallo? Oh. 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 Da fehlen anscheinend ein paar Zugsignalis. Momento. Das haben wir gleich. Ja, außer ich kann nur eins bauen. Haha. Fuck. Hier. Nee, hey, sind doch für beide. Jetzt bin ich verwirrt. Ziel nicht erreichbar. Okay, wir fahren mal per Hand runter. So, abbiegen bitte. So. So, jetzt fahren wir mal runter. Warum sagt der, es geht nicht? Kann man hier nicht geradeaus einfach durch? Oh. Oh. Dem, 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 dem. Das erklärt natürlich einiges. Leute, das ändert alles. So, dann fahr jetzt mal bitte nach Hause. Danke. Sehr schön. So findet man das raus, Leute. So kann man das machen. Total easy und chillig. Einfach mal selber fahren. Nicht immer so faul sein und fahren lassen, sondern auch mal selber fahren. Das kann manchmal ganz, ganz gut sein. Gut, was? Jetzt brauche ich den Eisenzug, muss ich mal ein bisschen rumfummeln und auch den Versorgungszug. Hier wurde schon wieder rumgeballert. Das Raketensilo ist noch volle Kanne am Forschen. Bei 1000 von diesen Dingern ist das kein Wunder. Bei 1000 Fläschchen. Da muss das ja ewig dauern. So, dann gehen wir mal hier runter. So, die Eisenzüge hocken natürlich immer hier rum. Vielleicht kann ich einfach einen kopieren. Dann müsste ich natürlich erstmal einen bauen. Aber ich glaube, ich kopiere mir einfach einen dritten. Wir haben ja dafür hier eigentlich ein Wartegleis eingebaut. Hatte ich nicht mal Wartegleise drinne? Was zur Hölle? Naja, mal gucken. Wir müssen auch noch Wartegleise reinmachen, wenn ich jetzt noch einen dritten Zug mache. Aber es wäre doch auch ganz cool, so einen dritten zu haben. Hallo, ja, kommt zu mir. Kommt zu mir, ich geflogen. Setzt euch nieder auf mein Knie. Ja, okay. Guck mal hier, wie viele Minen einfach verbraucht werden. Das frisst uns das ganze Schwefel weg. Dumme Minen, ey. Keiner braucht euch, geht weg. Was brauche ich denn? Motoreinheiten. Was, 20? Okay, jetzt brauche ich 40 Motoreinheiten. So, hier haben wir Motoreinheiten. Perfekt. 1, 2. Und die restlichen Motoreinheiten. Where are they? Hier, so. Und hier noch Elektroeinheiten. Schmeiß ich auch einfach mal rein hier so. Gut, da haben wir jetzt noch ein Züglein gebaut. Ganz chillig, ganz easy, ganz schnell. So. Schnelle Knickarme, beziehungsweise Stapelgreifer wollte ich haben. 1, 2, 3, 4. Damit das schnell geht. Ist ja auch wichtig. Lasertürme bräuchte ich auch. Oh, 8 Stück sind fertig geworden. Nice. So, jetzt bin ich ja mal gespannt. Jetzt wird es nämlich sehr interessant, weil ich jetzt einfach mal, so frech wie ich bin, hier ein Zug pappe, dann ein Waggon und noch ein Zug. Und der sollte jetzt ja... Moment mal. Waggon und ein Zug. Und das Ding sollte ja jetzt eigentlich ja alles blockieren und tut es auch. So, dann nehme ich mir einfach mal den seinen Fahrplan. Warum eigentlich? Ich wollte den seinen Fahrplan jetzt kopieren. Was ist denn hier drinne? Na, hier ist auch nichts drin. Hier ist einfach nur... Ja, kann voll gemacht werden. Ich brauche gar keinen Fahrplan kopieren. Obwohl, doch. Ich kopiere einfach mal. So. Okay, dann habe ich wenigstens den Bahnhof drin. Okay, hier. Aha, aha. Außenposten Eisen. So. Ach, Außenposten Eisen habe ich das genannt. Na gut, jetzt heißt es Eisenfeld. So. A, B, C, D, E, F, G. Eisenfeld. Mist. Okay, nochmal. Eisenfeld Nord Einladung. So. Und das geht jetzt bis volles Inventar. Inventar voll. Oh, da 120 Sekunden. Eigentlich kann ich auch volles Inventar machen. Obwohl, dann kommt er nie wieder zurück. Also mache ich doch 120 Sekunden. Was ist denn mit dem da oben los, ey? Der nervt mich voll. So, der kommt weg. So, und dann fährt es hin und her, wie ein Bekloppter. Hat jetzt natürlich noch keinen Brennstoff drin, das ändern wir gleich.
Ein bisschen Kohle habe ich ja. So. Und dann kann er sich eigentlich schon auf den Weg machen. Automatisch. Oh Gott. Andere Seite bitte. So. Problem. Wir haben jetzt zwar... Hier kann jetzt ein Zug warten. Einer. Das ist wenigstens ein Zug... Das ist ein Kettensignal. Das ist ein Kettensignal. Das hier ist ein normales Zugsignal. Das heißt, es könnte sich, wenn wir Pech haben... Hier steht einer. Dann würde sich hier einfach blockieren alles. Würde sich alles blockieren. Ich könnte noch ein Kettensignal machen. Ah, ja. Ich weiß jetzt nicht. Wenn wir von hier aus gesehen, 1, 2, 3. Hier, locker. Machen wir hier hin. Das heißt, ihr könnt zwei Züge warten. Aber wir haben ja vier Züge momentan, ja? Plus den einen neuen haben wir fünf Züge. Das heißt, entweder ist hier, sind hier alles besetzt und einer wartet, ja? Aber niemals mehr als, also zwei werden hier nicht warten. Und erst ab drei wird's beschissen. Weil ab drei gibt's hier wieder einen Deadlock. Wollen wir nicht, wollen wir nicht. Oh, ist er wieder da? Ist er das denn jetzt schon? Kann doch nicht sein. Nee, das er auch nicht. Die Unheil war ganz normal, Dings. Und der wird jetzt ewig hier warten, weil bis die leer sind, das dauert ewig. So, dann müssen wir mal unseren Außenversorger, den schauen wir uns auch mal an. Hä, wenn ich wüsste, wo er jetzt ist. Wir haben ja zwei. Der geht zu Ölfeld 3 und so weiter. Und der fährt ja schon dahinter. Aber der müsste wieder zurückfahren und dann nach oben. Vielleicht sollte ich ihn von dort aus nach oben fahren lassen, was natürlich noch nicht geht. Muss ich hier noch eine Drehung reinmachen, also eine nach oben eine. Aber ich glaube, das ist eine gute Alternative, den einfach ja, von Steinfeld Nord nach oben laufen zu lassen, weil sonst dauert es, glaube ich, zu lange, ehe der wieder zurückgefahren ist und dann wieder hochgefahren ist. Könnte etwas lange dauern. Also, Eisenfeld Nord. Bis Zeit vergangen, 30, genau. Dann kannst du runtergehen. Gut. Das ist natürlich nicht. Und wird da auch nie sein. So, dann müsst ihr jetzt trotzdem noch ein bisschen was umbauen. Schienen habe ich. Ich habe auch Landaufschüttung. Ja. Machen wir so. Fahren wir mal zu Steinosten. So. Danke. Und dann geht das da. Seine Bahn. Geil, oder? Ist das geil? Haben wir schon wieder was hinbekommen. Aber eigentlich geht es ja um die Forschung. Ich muss echt mal schauen, wie ich das mache. Ob ich einfach sage, okay... Als nächstes holen wir uns noch ein fettes Kohlefeld, damit wir immer Kohle haben. Und dann sage ich einfach, ey, du Öl, ja, hör mal auf, ja, pass mal auf, du komisches Öl. Wir verwenden dich jetzt nur noch für die Produktion von Schwefel, sodass wir auch die Forschung durchdrücken können. Weil Batterien brauchen wir ja eigentlich auch für die, naja, für eine bestimmte, Technologiesorte. So, von hier jetzt nach da oben. Muss ich mal ein bisschen daneben stellen, so, damit es jetzt nicht hier... Oh, hier explodiert schon wieder irgendwas. Ah. Oh, das sind Schienen, oder? Ein Zug? Nein! Ein Zug wurde zerstört. Oh, ist doch nicht euer Ernst. Mann, wie kann denn das sein, dass die immer einen Zug kaputt machen? Oh, die sind einfach zu schwach, diese Züge. Das ist anscheinend einfach hier, da war vielleicht hier, guck mal, hier ist ein Dorf, das ist einfach reingefahren, dann war es kaputt. Na, geil. Und was für ein Zug war das jetzt? Keine Ahnung. Das könnte jetzt ein Ölzug gewesen sein oder der Versorgungszug, wir wissen es nicht. Mal hier ist Einladung. Nee, das ist der Ölzug, der ist noch nicht kaputt, kommt jetzt aber wahrscheinlich. Ach, Kacke. Jetzt hat die Frage, fahre ich schnell zurück? Da versuche ich jetzt noch, trotzdem noch, das hier noch rumzukriegen. Nicht schön, Leute. Nicht schön. So würde ich das machen wollen. Also. Irgendwie so. Ja, da fehlt bestimmt einiges. Wir werden es gleich sehen. Hä? Na? Gerade ging das doch noch. So.
Okay, da fehlt noch einiges. Hier vielleicht noch. Okay. Ja, das ist jetzt echt nervig, dass da wieder ein Zug einfach. Was ist denn hier? Was fehlt denn da? Das ist doch gut so, wie das ist. So, hier fehlt auch noch was. Das ist mir durchaus bewusst. Trotzdem, yeah. Sehr schön. Ja, jetzt ist der natürlich kacke. Muss jetzt a little bit weiter oben hin. So, dann machen wir es mal wieder schön gleichmäßig. Oh, Alter! Ist der einfach durchgeprescht. Ach, warte mal. Ich Idiot. Der muss doch da hochfahren. Ah. Ah, Kacke, das ganze Ding falsch. Du bist so dumm, ey. Jetzt weiß ich nicht, ob ich das hinkriege. Geht das überhaupt von hier aus? Nein. Von hier aus angeblich ja auch nicht. Nee. Von hier. Oh mein Gott. Aber wir haben ja noch ein bisschen was haben wir noch. So, mal gucken. Ach, diese eine. Jetzt ist der Wagen kaputt, ne? Ja. Sehr ärgerlich. Der ganze Zug im Arsch. Muss man aber schon sagen, dass die Züge tatsächlich a little bit zu schwach sind. Das darf ich doch, glaube ich, ruhigen Gewissens sagen, oder? Die sind zu schwach. Oh, das ist richtig. Doch, Rechtsverkehr, Rechtsverkehr. Dann nach oben. Passt. So. Das heißt, der Versorgungszug wird jetzt auch rechtzeitig kommen. Dann fahren wir mal wieder zur Basis runter. Ach Gott. Ja. Okay, ich sehe gerade, die Zeit ist schon vorbei. Das heißt, wir werden jetzt runterfahren zur Basis und dann schauen wir mal, welcher Zug da kaputt ist. Das müssen wir in der nächsten Folge reparieren. Gut, dann würde ich sagen, ich war der Tenchi hier von The Noobs Kanal und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Also bis dahin. Tschüssi.